bisschen so. Ey, Alexa! Wir müssen mal was klären. Was bist du für ein Psycho? Die Schere weg. Wenn du unbedingt hier die heißeste sein willst, schneid meine Haare ab. Los! Ich will deine Haare nicht. Mach doch einfach die Schere weg, Mann! Schneid dir doch ab! Ich will deine Haare nicht ab! Schneid doch die Schere weg! Pack die Schere jetzt! Schneid dir doch einfach ab oder hast du Schiss? Was für Schiss? Du hast doch Schere eine große Fresse. Pack die Schere weg, Sissi, du bist verrückt geworden. Was machst du denn? Sissi, mach doch einfach! Gib mir die Schere. Ihr bleibt alle das, Sissi. Gib mir bitte die Schere, das kann ich nicht. Trau dich doch jetzt! Die Schere jetzt! Sissi! Ey, die beiden sind ja total irre. Ich hole jetzt Hilfe, bevor die beiden sich noch umbringen. Daniela, ich dachte, du wolltest jetzt endlich mal nach Hause gehen. Ich denke, du bist krank. Ich bin auch gerade auf dem Weg nach Hause. Was geht dich das überhaupt an? Daniela, jetzt lass uns doch bitte mal reden. Für mich gibt's nichts zu reden. Es war für mich auch überraschend, dass du schwanger von mir bist. Dann nehme ich mir gerade schon in den Herz und will mit Daniela reden und dann sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Vater werden will. Und Daniela macht die Sache nicht gerade besser. Dietrich, hast du es hier gesehen? Die neue Schülerin? Nein, habe ich nicht. Dann müssen wir wohl weiter. Frau Steinmeier, gut, dass ich Sie treffe. Das ist Frau Schönefeld, die Mutter von Cecile. Ja, wir haben uns ja schon gesehen. Ja, ja, wir suchen Cecile gerade für ein Gespräch. Und wo Sie gerade hier sind, wäre es doch ganz schön, wenn Sie dabei wären, oder? Ja, gerne, klar. Super. Frau Steinmeier, kommen Sie bitte kurz mit nach oben. Was ist denn los? Cecile läuft mit einer Schere auf Alexa. Wie bitte? Jetzt mach doch einfach. Schneid doch meine Haare ab. Pack die Schere auf. Mach doch einfach, damit er nicht ruhig ist. Mach doch einfach jetzt. So, jetzt ist erstmal bitte Ruhe hier. Cecile, was machst du da? Mama, was machst du hier? Was machst du da mit der Schere? Komm mal her. Komm. So, und ihr geht jetzt bitte alle in die Klasse. Abmarsch. Geht bitte jetzt. Schnell. Das war schon echt ein unheimliches Bild, wie Cecile da mit der Schere stand. Ich habe ja keine Ahnung, was in sie gefahren ist oder was sie durchgemacht hat. Aber die muss echt sehr, sehr verzweifelt sein. Was machst du? Ich hatte einfach keine Lust mehr, das Opfer zu sein. Ich wollte mich einfach nur einmal wehren. Ich glaube, wir gehen in mein Büro. Ja, das ist besser. Okay. Bringen Sie sie doch bitte schon mal runter. Ja, ich gehe noch mal eben hier. So, und ihr geht jetzt rein. Abmarsch. Ich glaube das doch wohl nicht. Was ist denn das für ein Benehmen? Kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Mobbing gibt es leider an jeder Schule und auch Prügeleien sind keine Seltenheit. Aber wir merken eben auch nicht immer rechtzeitig, wenn Mobbing stattfindet. Entschuldigung, hat leider einen Moment gedauert. So, jetzt möchte ich bitte erstmal hören, was hier überhaupt los ist. Haben Sie denn nichts gesehen? Ich denke, das Beste ist, wenn die beiden das selber erklären. Ja. Ja, los! Ja, meine Frau Steinmeier, ich habe wirklich nichts gemacht. Vielleicht habe ich ein paar blöde Sprüche gedrückt, aber auf einmal wollte, dass ihr die Haare abschneidet. Die ist doch voll krank. Boah, du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn man auf der Schule neu ist und so auffällt. Die Mädchen, die hassen einen und die Jungs gaffen einen die ganze Zeit nur eklig an und drücken einen die ganze Zeit nur dumme Sprüche. Deshalb wollte ich auch unbedingt die Schule wechseln, weil ich dachte, dass hier alles besser wird. Ich dachte, du wolltest wegen der Noten hier auf die Schule. Nein, ich hab die Noten extra verkackt, damit ich endlich die Schule wechseln kann und einfach mal eine Ruhe hab. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Da wirst du jetzt hier die ganze Zeit gemobbt. Warum hast du denn nie mal irgendwas gesagt? Wir hätten da doch mal drüber sprechen können, zumindest. Ich wollte dich einfach nicht damit belasten. Ich meine, du hättest doch eh nichts dran ändern können. Also, ich muss das jetzt erstmal verdauen, wie sehr meine Tochter da offensichtlich jetzt schon auch bei der alten Schule unter dem Mobbing gelitten hat. Und ich mache mir da echt Vorwürfe, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ich dachte, dass halt hier alles besser wird und ich einfach einen Neuanfang hier habe. Aber es wird alles schlimmer, genau wie am Anfang in der letzten Schule. Deshalb wollte ich mich extra hässlich machen, damit ich einfach nicht mehr auffalle und als Mensch ernst und wahrgenommen werde. Oh Gott, das darf doch echt nicht wahr sein. Das tut mir auch total leid, wissen Sie? Und ich krieg hier von nichts was mit. Ich hab's auch schwer am Anfang. Und ich weiß auch, wie du dich fühlen musst und was du durchmachst. Ich bin halt aber einfach nicht mehr in der Situation und hab's halt vergessen. Ich wollte das wirklich nicht. Tut mir leid, ja? Komm mal her.
kann voll verstehen, was bei Cecile abgeht. Es war bei mir ja nicht anders. Aber ich habe sie halt voll als Konkurrenz gesehen. Es war halt nicht so cool von mir. Und da geht's echt mies. Sie tut mir richtig leid. Jo, Dietrich, Mann, ich bin echt ein bisschen fertig. Wieso? Wo bist du denn gewesen? Du kennst doch Cecile, oder? Ja. Und das musst du dir mal vorstellen. Die wurde an ihrer alten Schule gemobbt. Und deswegen hat die angefangen, sich jetzt die Haare kurz zu schneiden und mit Absicht schlechte Noten zu schreiben. Und dann ist die auf Alexa mit einer Schere losgegangen. Das ist doch krass, oder? Ja, total krass. Gibt's bei dir was Neues? Nein, eigentlich nicht. Weißt du, ich würde halt total gerne noch mal mit Daniela reden. Ich würde halt irgendeine Entscheidung treffen, aber alleine bekomme ich das nicht hin. Mein Kopf raucht total, ich komme einfach keinen Schritt weiter. Aber mit ihr kannst du einfach nicht reden. Wenn sie nicht einfach immer alles abblocken würde. Aber es geht einfach nicht. Weißt du, ich habe 1000 ungeklärte Fragen, die einfach beantwortet werden müssen. Aber ich kenne Dietrich und er würde niemals eine Frau im Stich lassen. Und ich glaube auch, dass Dietrich ein geiler Vater wäre, wenn Daniela ihn nur lässt. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Bester Papa. Ich weiß, es ist allein deine Entscheidung. Aber ich bin davon überzeugt, dass egal wie du dich entscheiden wirst, es das Richtige sein wird, ja? Ja, es ist echt lieb von dir, danke. Ja, also dann. Ja, also wenn das nicht die schwerste Entscheidung meines Lebens ist, dann weiß ich es auch nicht. Zu einem Kind stehen, dessen Mutter so kompliziert ist. Ich hab keine Ahnung. So, liebe Kollegen, als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute so kurzfristig noch Zeit für mich genommen haben. Mir liegt diese Sache sehr am Herzen. Wahrscheinlich haben ja die meisten von Ihnen das heute mitbekommen. Ja, wie soll ich es nennen? Diesen Vorfall mit Cecile. Gott sei Dank, kann man sagen, ist niemand verletzt worden. Nichtsdestotrotz ist mir dadurch wieder ganz klar geworden, wie sehr wir uns diesem Thema noch annehmen müssen. Zu Cecile kann ich im Moment nur sagen, sie wird jetzt die nächste Zeit erstmal zu Hause bleiben und wird jetzt erstmal psychologische Hilfe bekommen, weil sie doch wirklich mehr Schaden von den Mobbing-Attacken davongetragen hat, als man bisher absehen konnte. Das Mädchen kann einem einfach nur leid tun, dass sie alles durchgemacht hat und dann kommt sie zu uns auf die Schule und es geht genauso weiter. Ja. Ganz genau. Und um das zu verhindern, ist mir heute wieder ganz klar geworden, müssen wir uns einfach viel intensiver um die neuen Schüler kümmern, dass solche Mobbing-Attacken gar nicht mehr vorkommen können. Ich möchte gern, dass wir uns da gemeinsam was überlegen, ja, dass den Schülern wirklich der Einstieg viel, viel leichter gemacht wird. Ne, Sie wissen selber, wie schwierig das hier für die Schüler ist, in diese eingeschworene Clique zu kommen. Haben Sie denn vielleicht irgendwelche Ideen, was wir da schnellstmöglich umsetzen können? Wie wäre es denn, wenn man mal einen Projekttag zum Thema Mobbing veranstalten würde? Mit einem Theaterstück vielleicht, das man spielt oder ein Rollenspiel? Finde ich klasse, Dietrich. Ja, finde ich auch super. Ich könnte das super beim Sportunterricht einbringen. Wobei, grundsätzlich kann man es in alle Fächer thematisch aufgreifen. Ja, genau. Entschuldigung. Ja? Kann es sein, dass Sie sich wie Teenager benehmen? Oh, Entschuldigung. Nee, wir haben schon zugehört. Ne? Mhm. Herr Bauer, ja. Und ich. Gut. Ich würde Sie jetzt wirklich alle bitten, gemeinsam noch ein bisschen Brainstorming zu halten und was zusammenzutragen. Ja. Ich selber muss jetzt leider wirklich zur nächsten Sitzung. Ja? Alles klar. Ich danke Ihnen jedenfalls schon mal ganz danke. Herzlich. Schön. Frau Steinmeier soll sich mal nicht so anstellen. Max und ich haben überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Also, keine Ahnung, irgendwie gönnt uns anscheinend keiner, dass wir glücklich sind. Mir egal. Feierabend. Was ein Tag. Ja. Ah, sag mal, bist du eigentlich sehr stolz auf mich? Ja, du bist eiskalt. Hast gewonnen. Glückwunsch. Eiskalt ist aber eine Frechheit. Aber dass ich gewonnen habe, das wollte ich tatsächlich hören, ja? Gern geschehen. Mhm. Sag mal, fällt dir das auch auf? Wir sind die Letzten hier im Gebäude. Hallo? Ist hier jemand? Wir sind allein. Denkst du das, was ich denke? Was denkst du denn? Naja, ich habe zwar gesagt, nicht in der Schule, aber
Schule ist ja eigentlich auch nur, wenn Schüler da sind, oder? Im Endeffekt habe ich ja meine Wette gewonnen und jetzt kann ich mit dir machen, was ich will. Mach mit mir, was du willst. Mann, das war echt ein harter Tag. Okay, das mit der Wette gegen Sarah, das ärgert mich schon. Aber dafür bekomme ich jetzt gleich richtig geilen Sex. Da ist mir die Wette dann doch ziemlich egal. Hey. Hey. Darf ich dich mal kurz was fragen? Klar, bitte. Eben die Ansage an Marvin, das klang irgendwie sehr ernst. Also war es ernst? Was meinst du jetzt genau? Wie soll ich das sagen? Stehst du nicht zu uns? Also willst du das nicht? Doch, natürlich. Und ich stehe auch zu dir. Aber ich kann das nicht an die große Glocke hängen. Nicht vor Marvin. Das geht nicht. Und der Bro-Code. Okay. Hey, das geht niemandem was an. Niemanden. Und ich mag dich. Wirklich. Ich verstehe dich auch. Mann, das ist einfach alles kacke und kompliziert. Hey, was hältst du davon, wenn das alles unter uns bleibt? Also, niemandem was sagen, oder was? Ja, wir erzählen niemandem was. Das wird unser kleines Geheimnis. Okay? Okay. Jetzt halt die Klappe. Wenn wirklich niemand davon erfährt, dann gibt's auch keinen Stress. Klar ist das doof, aber ich denke, es ist das Beste. Ich finde es gut, dass Carm noch mal nachgefragt hat, was Sache ist. Und jetzt? Jetzt haben wir unser kleines Geheimnis. Hoffen wir mal, dass keiner es rausbekommt. Entschuldigung, Daniela, kann ich reinkommen? Die sind für dich. Tut mir leid, dass ich dich vorhin so abgewimmelt habe, aber mir ist einfach total übel und ich bin müde. Ich will einfach nur ins Bett. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Dabei, ich habe mir was überlegt. Ich will das Kind. Mit dir. Wir werden gute Eltern. Ja, das ist lieb. Aber ich weiß gar nicht, wie das mit dem Kind überhaupt weitergehen soll. Das ist gerade echt ein Schock für mich. Klar habe ich es mir nicht gerade leicht gemacht, aber eins ist klar, ich stehe zu dem Kind. Und Daniela kann nicht einfach alleine entscheiden, was mit dem Kind passiert.